Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Starman 4.5 The Claimer Takeover Rewritten. Ich bin mal heute gespannt. Ich versuche heute ausnahmsweise mal mit meinem... Hä? Ah ja. Mit meinem Controller via Bluetooth zu spielen. Das hat ja die ersten Male nicht so ganz funktioniert. Mittlerweile gab es diverse Updates für diesen Controller und hoffen einfach mal, dass es funktioniert. Ich bin aber der Meinung, dass es einfach mehr oder weniger an DSP Windows liegt. Okay, schauen wir mal kurz. Welcome to our small village here. Ja. Weil nämlich mein Controller per Bluetooth funktioniert in Final Fantasy, aber nicht in anderen Programmen wie Projekt 64. Schauen wir einfach mal und schauen, was dabei rauskommt. Beyond the Grey Walls lies. Not for the Quicksand. Okay. Beyond the Grey Walls lies the desert. But we are already working there. Watch out for the Quicksand. Okay. Eigentlich mehr nur eine Warnung. Oi. Ah. Okay, verstehe. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also wir haben hier immer den Notenblock. Eine Jumping Box. So. Ja. Wir müssen echt einmal umgucken in dieser Stadt. Ein neues Level. Und ja, ich weiß Bescheid. Ich mache das Star-Display wieder aus. Wollte ja nur, dass ihr euch ein wenig zurechtfinden könnt. Okay. Wer ist da oben drauf? Eine rote Münze. Ich glaube zwar... Wie jetzt? Ja, die holen wir uns wann... Vielleicht hole ich sie ja nie. Warte mal kurz. Okay. Okay. Was wir machen könnten? Nein, das funktioniert alles nicht. Okay, nein. Naja, wir könnten versuchen, so hochzukommen. Ja, das funktioniert. Einfach, dass ich es gemacht habe, weil es kann sein, dass ich die rote Münze eh nicht sammle, weil wir müssen ja eh nur 6 sammeln. Ah, hier kommt man drüber. Gott sei Dank. Ah, hier kommt man auch, sehe ich gerade. Ja, da ist noch was Hoches. Oh. Da gehen wir, glaube ich, hoch. Glaubt, das wollen wir uns antun. Könnte sogar der erste Stand sein. Schauen wir es uns an. Also ich muss immer eins sagen, dass mir der Kamerawinkel, also die Kamera-Sichtweite von oben drauf in der Mario-Ansicht. Ja, in der Mario-Ansicht ein bisschen zu... Au. Yippie-yay. Immer ein bisschen zu... Na, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Zu weit oben drauf schaut. Ich hätte mal gern ein bisschen hier. Also... Ich hätte es mal gern hier, wenn ich rausgezoomt habe in der Lucky-Tour-Ansicht, mit der Lucky-Tour-Kamera, hätte ich gern genau diese Höhe. Aber die habe ich nicht. Ja, yeah, okay. Wow. Wow. Okay, ist auf jeden Fall ein netter Aufweg. Wow. Entschuldigung für Nisa. Gesundheit. Danke. Bitte. Gern geschehen. Ich wusste, irgendwas ist mit diesem blöden Wasserfällen.
Aber hey, wir haben Stand Nummer 1 gesammelt. Aber hey, Controller, mach weiter so. On the Temple Ruins. Schauen wir mal. In die Tempelruinen. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wir hier da so entlang müssen. Nee. Da irgendwo entlang. Da ist doch irgendwie so eine Wand. Die hier. Zack, 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 zack. Dann. Ja, so viel zum Thema. War wohl nicht ganz so gut. Hier, was ist das da? Oh, verdammt. Das Witzige ist, ich erinnere mich sogar noch glanzleicht an dieses Level. Aus Star Revenge 4.5. Nein. Nein. Och, kommt schon, Leute. Bro, Dude, warum tust du sowas an? Scheiß Vogel. Oh. Hä? Ah. Also wenn wir lustig wären, könnten wir... Also ich soll mich jetzt ernsthaft... Ich soll mich ernsthaft sterben. Wow. Ja, ist klar. Ist klar. Zack, zack. Oh, wir haben alle Münzen gekriegt. Ich würde mal sagen, dann sammeln wir irgendwie ganz schnell noch aber weitere Münzen, damit sich's wenigstens lohnt. Ich weiß bloß nicht, wo genau, wo wir die Münzen jetzt herkriegen wollen. Hier beispielsweise. Daher, ja, das. Dann haben wir wenigstens was. Boah, geschafft. Och Gott, diese Knappigs. Nein. Ja, genau so. Was? Entschuldigt einen Augenblick. Wieder zurück. Da bin ich wohl versehentlich. Upsala. Aufs Maustouch. Das Ding ist. Okay, ich habe nichts gemacht. Es war wirklich von sich aus. Also ich habe ja, ich habe das Maustouchpad ja deaktiviert sogar. Nicht ohne Grund. Nein, kriegen wir wenigstens. Na, kriegen wir noch eine Münze weniger. Vorhin ging es wenigstens auf. Puh, so. Gut. Wenigstens kriegen wir dann die Münze und das da. Okay, das will ich schon. Au. Werden auch nur Münzen. Hier ist ein Leben drin. Aber immerhin haben wir hier. Was? Immerhin haben wir hier einen Chakra. Okay. Ich muss weiter vorne anfangen. Ja, Chuck hier. Sei lieb. Ja, ja. Lieber Chuck hier. Nein, Mist. Okay. Ja, wir sind noch Goombas. Okay. Vielen Dank fürs Sterben. Und dann weiß ich schon genau, wo wir keine Münzen bekommen. Okay. Jetzt können wir halt wieder in Richtung da gehen, wo wir hin wollten, weil ehrlich gesagt,
Ja, wo wollen wir denn hin? Wir haben hier ein hübsches Städtchen. Ach, das war auch der Anfang. Ach ja, richtig. Da drüben ist eine rote Münze. Ja, weiß nicht, was wir machen wollen. Wir könnten hier entlang. So. Damit wir unsere 100 Münzen, unsere 80 Münzen haben. Schon mal das abgehakt. Bin ich gerade irgendwie froh drum. Kann man? Kann man. Bringt's ein was? Glaub nicht, ne? Ach, hallo, Pro Dude. Still, that is on the moon. Anyway, as you may know, here is a hidden warp in this level. Where I'm not gonna tell, but if you know Redan 2.0, you maybe know where it is without me saying anything more than this. Star Ranch Redan 2.0. Ganz ehrlich? Ich bin der Meinung, einen versteckten Warp zu kennen in... Also Redan 2.0, wobei ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh Gott, ich habe echt keinen Plan. Okay, das heißt, diesen versteckten Warp werde ich wahrscheinlich relativ... Wahrscheinlich niemals finden. Muss ich nachschauen. Warp-Fading wahrscheinlich, ja? Irgendwo. Muss ich mal nachschauen, weil ich habe so... Ja, der trifft mich. Das akzeptiere ich jetzt aber auch einfach einmal. Nein. Einer, der danach... Ja, freilich. Was soll ich da machen? Was soll ich da denn tun? Oh, ich habe ja kein Kabel heute dran. Cool. Ich kann kabellos spielen. Schön, oder? Ja, dann freilich. Einfach mal ausprobieren. Wenn man was nicht geht, kann man einfach ab und zu mal was ausprobieren, um zu schauen, ob es denn funktioniert. On the Temple Ruins. Das heißt, try the Canyon. Das habe ich mir schon fast gedacht. Also gehen wir jetzt mal zur schwarzen Wand. Die schwarze Wand. Yippie! Puh. Schauen wir mal gleich direkt hier rauf. Oh, eine rote Münze, wow. Da unten sind auch zwei rote Münzen, die ich gleich sehe, cool. Will ich hier einfach runter? Ja, will ich. Der hinten, glaube ich, mag ich entlang. Oh, was ist das? Das Ding ist, ich sehe aber was. Da müssen wir später mal noch hin. Und ich erinnere mich irgendwie auch ganz dunkel dran. Boah, das war knapp mit dem Feuer. Boah. Und verdammt nochmal. Ich erinnere mich echt noch dunkel an das Level. Uiuiuiui. Sieht aber echt anders aus. Sehr anders. Und das ist auch, was ich am Produkt fast schon schätze. Obala. Er, wenn nämlich ein Level macht, ein Level remaked, beziehungsweise neu zeichnet, er nimmt sich mehr oder weniger als Basis sein Level, zeichnet sich aber tatsächlich was Neues. Was dann auch tatsächlich komplett anders aussehen kann. Was ich auch gut finde, weil... Keine Ahnung, ich mag das. Mit einfach Leveln leicht überarbeitet und ein bisschen was geändert. Nein, neue Textur, nein. Halt wirklich komplett neu gezeichnet in der Regel und zack. Auch neue Ideen eingebaut. Secret of the Palm Tree. Secret of the Palm Tree. Und ehrlich gesagt habe ich eine Ahnung, wo.
Ich habe nur ein kleines Problem bei der Geschichte. Ich weiß jetzt... Okay, wartet. Wartet. Es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen, wenn ich einen versteckten Warp habe, ich eine Idee. Weil da erinnere ich mich an eine Stelle, wo ich vorhin war. Und zum anderen, da hinten. Da ist ein Warp. Das dürfte auch genau die Stelle sein, die ich meine. Jetzt muss ich überlegen. Achso. Ja, doch, doch. Zack. Und rums, die Bums, die Bums. Ja klar, sieht man von hier schlecht. Aber wenn ich richtig liege, dürfte hier oder auf der anderen Seite... Ja, der Warp sein. Und dann sind wir eigentlich... Wo sind wir denn jetzt? Auf einer ganz einsamen Insel. Wow! So, ich würde sagen, machen wir die roten Münzen in dem Level noch und dann haben wir es abgeschlossen. Cool. Freut mich irgendwie. Und wenn ich mich richtig liege, haben wir auch den zweiten Boss-Key. War da hinten ein lila Schalter? Breath of the Grassy Fields. Kriegen wir hin. Okay. Hammer. Also, da unten sind schon mal ein paar, da müssen wir gar nicht groß rumtun. Und da müsste noch irgendwo eine sein. Genau, da unten haben wir schon eine gesehen. Was? Ach, die ist über dem Wasser. Wer setzt das so, dass man ins Wasser muss? Na, keine Chance. So. Geh mal hier raus. Keine Ahnung, wollte ich hier einfach raus. Was? Wollte mich vergackeiern? Ja, ich weiß es nicht. Hier muss doch auch irgendwo eine Münze gewesen sein. Doch, da glaube ich, dass er eine war auf diesem Etwas da. Was zum Teufel? Ich habe mich jetzt gerade schwer... Was? Da oben muss eine drauf sein. Da muss eine drauf sein. Wir kriegen unsere 6 Münzen zusammen, irgendwie. Ich würde nur mal vorsichtig sagen, weiß nicht genau wie, wo, was. Da ist eine. Also brauchen wir nur noch eine. Und dann dürfen wir schauen, wo der Stern spawnt, ne? Wäh. Of the grassy fields. Das dürfte dann aber auch schon alles gewesen sein an Gras, weil hier ist kein Gras mehr, oder? Nö. Dann können wir gleich wieder zurückgehen. Yippie! Juhu! Fuck. Ja, okay. Ich halt schon mal Klappen. Ja, da ist Gras und... Okay. Dann ist da hinten irgendwo noch eine rote Münze. Weil hier ist ja alles...
Grasig, ja. Da ist noch eine rote Münze. Und der Stern spawnt. Ja, da. Okay. Gucken wir uns das mal an. Gucken wir uns mal an. Würde ich ja behaupten. So. So. Naja, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir dann auf jeden Fall da oben. Ja, da. Ich würde sagen, im nächsten Part können wir ja dann einfach mal losgehen ins nächste Level. Oder so. Und jetzt muss ich doch mal kurz gucken. Nee, das war ein... Es ist ein Schalter. Ich habe mich nicht verguckt. Es ist ein lila Schalter. So, das Ding ist jetzt aber, wenn ich nämlich hier nochmal ganz kurz das einblende, also das hier zum Korrigieren, wir sind fertig, ne? So, jetzt blende ich das mal kurz ein, Kurs 10. Wir gehen zurück zu Kurs 8, um zu Kurs 11 zu kommen. Ja? Kurs 8, Kurs 11, das hast du Kurs 8. Und von da aus schauen wir irgendwie Kurs 11. Wo das jetzt allerdings sein mag, weiß ich nicht. Irgendwo war eine verschlossene Tür, ne? Ja, die verschlossene Tür müssen wir jetzt suchen. Fraget sich aber wo? Ne, hier nicht. Ach, ich weiß wo. Ne? Ah doch. Kurs 11 war ja, wo wir hinwollen. Gott sei Dank. Er tut sogar einen Schlüssel richtig reinstecken. Ich fass es nicht. High up and far down we go with dry cannon. Oh Gott. Das Level, das war doch eigentlich recht komplex, ey. Oh Gott. Ja, Sandblock, ich weiß Bescheid. Oh, cool. Das ist dann hier oben? Ja, da ist nichts. Außer hier ist... Ich habe eine Idee. Ach so. Nichts. Oh, schön. Oh, hallo. Was erzählst du mir? Mario, finally, selbst was. Took over the dream for... follow his path until you find the big cannon in Kurs 3. Mario... Cam won't work here when you are swimming in the water, so try get around using Lucky. Okay, das heißt, wir müssen hier die Lucky-to-Kamera nutzen. Mag ich das hier? Ja. Zack. Ja. Das ist hier auch zu. Das dürfte gar nicht zu sein. Ha! Das war schlecht. Ja, yippie-yay. Ah, fuck. Was ist denn heute los mit mir, hä?
Ich hatte nämlich Angst, ich gehe hier auf, ich gehe da drauf, dann hatte ich Angst, so, da komme ich da drüber. Habe ich gedacht, oh, Wandsprung, schön. Und jetzt darüber reicht es immer, also gehen wir darüber. Also ich habe mir zu viel gedacht. Und mich immer zu spät entschieden. Also egal für was. Oh, schön zu wissen, dass es hier ins nächste Level geht. Kurs 12. Wow. Das war unnötig. Das war die unnötige. Aber wieder halber Weg zum Stern. Bad. Oh Gott. Was soll das da? Eine Box mitten in der Luft? Bin ich jetzt so blöd? Aber da ist doch... Da ist eine Plattform und... Ah, das Ding ist hier mit dem Wasser. Ich erinnere mich. Ja, da müssen wir schauen, was wir machen. Ich glaube, wir müssen definitiv tauchen. Oh, doch. Scheint zu gehen hier. Ich erinnere mich auch an dieses Level. Da zu der Ruben ewig dran gearbeitet. So, dann brauchen wir diesen Warp, um zurückzukommen. Und wisst ihr was? Das machen wir im nächsten Part. Danke fürs Anschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.